Es tut mir leid, Kumpel. Du weißt nichts über Gotham, Jack. Stell dich beim Herausfinden auf was ein. Entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme eures neuen Herrn. Oh, wartet! Das Auto immer noch vor der Intensivbehandlung wacht. Aber ich will nicht, dass er die Insel schon jetzt verlässt. Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergartenerzieher, der nicht gerade Partybefehle ausführt, sollte dahin gehen und alles zu breischlagen. Tut mir leid, Sir, aber hier können Sie nicht lang. Es ist alles abgesperrt. Wohin führt diese Tür? Sie führte zur alten Pumpenstation. Kurz nachdem er herkam, hat Anstaltsleiter Sharp sie verschließen lassen, wegen des Sicherheitsrisikos. Batman, du bist rausgekommen! Was passiert da hinten?
Wir wurden hierher geschickt und dann gingen die Funkgeräte nicht mehr. Sie spielen immer wieder dieses verdammte Lied. Joker hat die Kontrolle über die Insel. Er hat euch hierher geschickt. Wie ist er rausgekommen? Ich meine, du bist hier und... Ein Wächter der Anstalt von Arkham namens Frank Bowles hat euch alle betrogen. Er hat Joker bei der Flucht geholfen und wurde von ihm getötet, als er ihn nicht mehr brauchte. Das nenne ich Loyalität. Brauchst du Hilfe? Nein, du und deine Männer sind hier sicherer. Falls ich was brauche, finde ich euch. Wenn jemand mich hören kann, schickt sofort Verstärkung zum Anwesen. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Aufgezeichnetes Patientengespräch. Das Subjekt hat keinen dokumentierten Namen. Alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Sharp und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psycho-Charakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut, na Doc? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse ansehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist, mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist... Sehr komisch. Lassen wir mal die Witze... Die Witze lassen? Hey, Schappi! Hat sie nicht mal eine Krankenakte bekommen? Sei still, Clown! Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu... Naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Und? Sie denken, Sie können mich heilen? Oh, da bin ich mir sicher. Natürlich war das leicht für dich. So sollte es auch sein. Ich kann nicht glauben, dass sie Jackson getötet haben. Bleiben Sie bei Ihrem Kollegen. Ich mache dem ein Ende. Jetzt. Das ist Batman! Ich werde nicht hier gehen, mit der Fledermaus allein sein. Der Typ hat sich von diesem Gebäude in Bock gebaut.
Die ganze Insel steht bald unter meiner Kontrolle. Genau so ist es, Jungs und Mädels. Sie gehört mir. Wartet nur, bis ihr meine Pläne für diesen Ort hier seht. Es wird fantastisch. Explosivgel im Kofferraum des Batmobils. Vielleicht brauche ich es. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Ich muss eine Spur am Tatort um das Batmobil isolieren, die mich zu Gordon führt. Du hast also eingewilligt und meine Karte genommen. Ich hoffe, sie wird dir helfen. Ich will nur alle wissen lassen, dass ich eure harte Arbeit wirklich schätze. Euch Jungs zuzuschauen. Natürlich, das ist Gordons Pfeife. Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Ach ja, Angriff der dummen, stümperhaften Idioten. Wild Country, Gordons Lieblingskammer. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Und mich treffen und schaut mich nicht. Sonst verderbt ihr mir die Überraschung und mein Experiment.
Nein! Setz dich und nimm deine Maske ab. Also, Bats, ich dachte, du könntest hier wirklich einen Freund gebrauchen. Jemand, mit dem du reden oder deine Geheimnisse teilen kannst. Sollen wir mit dem Großen anfangen? Wer ist das hinter der Maske? Warum spürst du das Bedürfnis, in die Welt zu ziehen und Leute wie mich zu bekämpfen? Glaubst du wirklich, du kannst gewinnen? Wir werden sehen. Jokers Anstalt daran erinnern, dass sie einer einfachen Regel folgen sollten. Die Strafe bei Nichtbeachtung dieser Regel ist der Tod. Keine Wenns und Abers. Wisst ihr, was das Beste an dieser Regel ist? Da-da-da-da-da-da-da! Hey, verschwinde, Batman! Das ist meine Ich-Zeit. Wo ist Gordon? Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben. Halt's Maul! Au! Du dumme Kuh! Harley! Ah! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder! Ich kann nie böse auf dich sein! Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao! Ich komme nicht durch das Sicherheitstor. Ich muss einen anderen Weg finden.
Eine der leichteren. Lass mich! Sei still und geh mit den anderen darunter! Bewegung! Okay, okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten. Ist das alles, was du drauf hast, Batman? Der Sicherheitskampf von da. Ich bin an der Tür, hier ist nichts. Ich bin sicher, es kam von da drüben. Gute Arbeit. Joker hatte recht, bei ihm war Zeit. Oh, ist das nicht süß? Die kleine Fledermaus schläft. Einer von euch soll ihn fertig machen. Lass mich! Sei still und geh mit den anderen darunter! Bewegung! Okay, okay, ich hab's gehört. Ich geh schon. Warum braucht er die Ärzte? Ich muss sie retten.
Oh Gott, ich hab ihn verloren! Ich bin an der Tür, hier ist nichts! Was für ein Krankenhaus ist das? Sieht mehr nach Folterkammer aus. Ich verstehe. Ich nehme die Tür! Zurück in eine Zelle, niemals! Was ist passiert? Wir finden ihn nicht, wenn wir in ein Loch starren. Bewegt euch! Thank you.
auf der Bibliothek von Gotham gekämpft haben? Wirklich, er ist gar nicht so schlimm. Er ist ein Nichts, wahrscheinlich nicht mal ein Mann. Ich bin an der Tür, hier ist nichts. Warten Sie hier, es ist noch nicht sicher. Patientengespräch Nummer 21. Der Name des Patienten ist Edward Nigma, bekannt als der Riddler. Edward, Anstaltsleiter Sharp sagt mir, dass du wieder mal bedrohliche Rätselschmierereien auf den Anstaltsmauern hinterlassen hast. Jemand müsste schon schwer paranoid sein, um Bedrohungen aus diesen harmlosen Rätseln herauszulesen, Dr. Young. Darf ich ihn einstellen? Aber sicher. Was läuft auf 4 Beinen, dann auf 2 und schließlich auf 3? Ein Mensch. Als Baby krabbelt man auf 4 Beinen, als Erwachsener läuft man auf 2 und später benutzt man einen Stock. Netter Versuch, aber die Antwort auf alle 3 ist ein Baby. Es stimmt, als Baby krabbelt es auf allen 4. Aber schneide ihm die Beine ab und es kann nur noch auf 2 Stümpfen wackeln. Wenn du ihm eine Krücke gibst, kann es auf 3 herumhumpeln. Alles klar? Das ist furchtbar. Wie kann man darüber scherzen? Ganz leicht, Doktor. Es ist nicht mein Baby. Wo ist der hin? Sicherheit. Ich weiß nicht, was passiert ist. Wir haben gerade unsere abendliche Runde gedreht, als auf einmal bewaffnete Gangster reinstürmten und uns als Geisel nahmen. War noch jemand bei Ihnen? Sie brachten jemanden in den Fahrstuhl. Ich weiß nicht wen. Offensichtlich wollten Sie nicht verfolgt werden. Der Fahrstuhl scheint abgestellt worden zu sein. Hier passiert Ihnen nichts. Wir schaffen das schon. Was ist mit den anderen? Wir haben Schüsse gehört. Sie könnten tot sein. Wir sollten hingehen und helfen. Oh, das habe ich vergessen. Dr. Kellerman war im Patientenuntersuchungsraum und Dr. Chen ist in den Operationssaal gegangen.
Und Dr. Young ist zum Röntgen gegangen. Okay, bleiben Sie hier. Ich finde die anderen Ärzte. Batman hat uns gerettet. Ich habe nie an seine Existenz geglaubt. Geht's dir gut? Wir sind in Sicherheit. Batman hat... Sie dran. Ein glücklicher Patient ist ein ruhiger Patient. Lassen Sie mich Ihnen die faszinierende Arbeit unserer neuen Forschungsleiterin Dr. Penelope Young präsentieren. Seit sie vor 2 Jahren unserem Team beigetreten ist, ist Arkham einer der Forschungsleiter. Guten Tag, Arkham. Lassen Sie uns über den Verstand reden. Wie kann eine so komplexe Einheit verstanden und gegebenenfalls behandelt werden, wenn sie Schwächen zeigt? Wie nur? Das Ziel des Projekts Titan ist, eine Testumgebung zu schaffen, um dann umfassend unsere speziellen Fälle auf risikolose Weise zu testen. Unser Ziel ist es, die unglücklicheren Exemplare zu heilen, die Schwachen, die körperlich nicht den Herausforderungen gewachsen sind, die unsere medizinische Praxis erfordert. Das Projekt Titan macht uns zu einer Weltklasse-Einrichtung, eine, die Preise gewinnt. Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, wirklich verzweifelt ist, gibt es nur wenige Einrichtungen, an die man sich wenden kann und wo man sicher sein darf, dass man dort gut aufgehoben ist und die bestmögliche Pflege erhält. Eine genaue Übersicht über unsere Kosten- und Gesundheitspakete finden Sie am Empfang oder unter www.arkhamcare.com/preise. Wir akzeptieren die meisten Krankenkassen. Sagen Sie nicht, Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber das ist eine Falle. Ich weiß, aber nicht für mich. Es stimmt! Du bist wirklich der größte Detektiv der Welt. Wie hast du das gemacht, Bats? Oh, was zum Teufel? Geht da runter, Jungs, und seht mal, ob ihr herausfindet, dass er ins Gesicht geschlagen wird. Worauf wartet ihr? Den ersten Appell... Sofort herunter! Wirf ihn zu Boden und trampel auf seinem Gesicht rum! Du wirst bluten, Batman! Bist du... Sicherheit. Stell dir das als eine Probe vor, der die Premiere folgt. Du wirst schon sehen. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, dir zu sagen. Ich konnte nicht sprechen. Ganz ruhig. Sie sind in Sicherheit. Ich werde mit diesen Schmalspur-Gaunern fertig.
Wir bitten alle Patienten, ruhig zu bleiben und sich langsam zurück in ihre Unterkünfte zu bewegen. Unsere Ergebnisse haben zu Debatten geführt, ob die Psychose an sich neurotoxisch ist und ob mögliche schädliche Veränderungen am Gehirn in einem Zusammenhang zu der Länge der psychotischen Episoden stehen. Das Projekt Titan erlaubt uns die Fähigkeit, Einzelnen zu stärken, mit solchen Veränderungen umzugehen. Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend. Aber erst nach Ankunft des Patienten X stiegen unsere Erwartungen. Dieser fiese Hurensohn ist Cap. War der Katalysator zur vollständigen Abnahme des Titans. Ich werde dich zusammenschlagen. Wir repräsentieren alle diagnostischen und Wellnessprogramm an. Die hohe Qualität der Pflege, verbunden mit der günstigen Lage der Boss, alles erledigt. Der Raum ist voller Gas und Captain Hook ist darin gefangen. Es sind die Fledermaus! Los, Batman! Cash, was ist passiert? Es gab einen Alarm im Medizingebäude. Ich habe Schreie gehört und fand den Doc auf dem Boden vor. Als ich ihm helfen wollte, wurde der Raum mit Gas geflutet. Die Türen wurden verriegelt. Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten. Wie mutig! Klatscht für Mr. Cash in die Hände. Er kann eine gebrauchen. Wenn ich rauskomme, wirst du dich totlachen. Immer locker, Kumpel. Ich mach doch nur einen Scherz. Ich kann's nicht erwarten, es dir heimzuzahlen. Lassen Sie's gut sein, Cash. Können Sie von drinnen das Ventilatorsystem steuern? Ich hab's versucht. Du musst uns helfen. Wenn du das Gas aus dem Raum lässt, könnten der Doc und ich hier raus. Ich kann den Mann nicht sterben lassen. Ich muss den Raum so schnell wie möglich entgiften. Kannst du das hören?
sind wir bald raus. Bleib cool. Alle drei Ventilatoren sind aktiv. Wir haben volle Kraft. Der Raum sollte gleich leer sein. Überraschung, Überraschung. Batman kommt gerade rechtzeitig. Das nächste Mal, Cash, erschieße ich dich. Und hab's endlich geschafft.